Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Final Fantasy 15. Wir rasten erstmal. Da hinten sind wieder die Killergrabben, aber wir machen ein kleines Päuschen. Trainiert haben wir schon. Genug geschafft für einen Tag. Wir zelten also. Mal sehen, wofür die Zutaten heute reichen. Genau. So, mal sehen, ob es einen neuen Stufenanstieg vielleicht gibt. So in der kurzen Zeit. 0 Tage vergangen. Ja, das ist okay. Das ist okay. Und, mittlerweile sehr viele neue Rezepte. Oh, knusprige Käsepizza. Angriffskraft plus 100. Beim Rennen sinkt die Ausdauer nicht. Das ist auch geil. Schützt vor Gift. Dafür haben wir gerade keine Zutaten. Oh, viele neue geile Sachen. Fitnessbrot sieht auch sehr lecker aus. EP-Gewinn plus 20%. Nicht schlecht. Das müssen wir demnächst mal machen. Was? Dafür brauchen wir nichts? Keine Zutaten? Okay. Dann warum nicht? Hau mal rein! Ignis. Mein Lieber. Unser lieber Freund. Und bei der knusprigen Pizza, da können wir uns eigentlich mal Bilder anschauen und... Oh, lecker. Oh, das sieht sehr gut aus. Sehr gut. Und wir schauen uns gleich mal die Punktevergabe an. Und? Nanu? Nichts. Ah, doch. Stufe 9 erreicht. Boah, das geht richtig rucki-zucki. Richtig rucki-zucki, meine Lieben. Gladiolus? Ah, findet nach Kämpfen gelegentlich Supertränke. Das ist auch geil. Prompto mit dem Fotografieren, das geht ja automatisch. Und angeln könnten wir uns eigentlich mal eher länger hinsetzen, ne? Ah, cool, neue Bilder. So, wir schauen mal. Ach Gott, der Gladiolus kann ja auch lächeln. Na, schau mal. Aha. Ach, deswegen hängt er immer so hinterher, der Prompto. Okay. Das ist schön. Guck mal, das ist ja schön. Das natürlich auch. Ach Gott, hey, schön. Oh, da hat er Verdauungsstörung. Da turmelt er schon wieder glücklich rum. Das ist schön. Das ist auch sehr gut. Sehr gut. Du bist begabt, Prompto. Der Noctis, der übt gerade das Stabbing. Oh, das Foto ist gut. Nicht wahr? Finde ich auch. Ja, das ist auch echt gut. Oh, das ist schön. Das ist schön. Boah, davon können wir eigentlich... Komm, wir behalten mal das. Das behalten wir auch. Das behalten wir mal. Aber der Noctis hat immer dieselbe Pose. So, die Verdauungsstörung lassen wir mal weg. So, das. Ja, das auf jeden Fall. Ja, und den Gladi. Den Gladi, natürlich. So, und weiter geht's. Die Musik wieder sehr entspannend. Genießen Sie Ihren Urlaubsaufenthalt. Ihr... Oh. Hallo. Was? Gladiolus? Ein Gespräch? Dass Ignis aber auch immer so eine Spaßbremse sein muss. Na? Wieder zum Frühaufstehen verdonnert worden? Na? Vielleicht kann ich dir da helfen. Noct, was hältst du davon, wenn wir morgen früh am Strand trainieren? Das hört sich gut an. Na, ja, komm. Ja. Komm, das machen wir doch. Sehr gut. Wenn's denn sein muss. Okay, bei Sonnenaufgang geht's los. Wehe, du verpennst. Ja, hoffen wir mal, dass der liebe Noctis hier nicht verpennt. Training ist immer gut. Wir kriegen dann noch ein paar FP. Kriegen dann natürlich noch ein bisschen mehr EP als die anderen. Dein Freund hat dich auf einen Streifzug eingeladen. Schließe dich ihm beim Morgengrauen an und erfülle eine spezielle Aufgabe. Du darfst dich nicht zu weit von der Lagerstelle entfernen. Da vorne sieht's ganz gut aus. Hier lang. Wohin denn? Okay. Ja. Auch so stuntmäßig runtergesprungen.
die Musik ist echt cool. Morgenstund hat Sand im Schuh. Wie das Sprichwort auch so heißt natürlich. Ich muss, glaube ich, den Bildschirm mal anpassen. Auch Streifzug sieht bei mir ziemlich abgehackt aus. Ein bisschen. So. Hier? Oder geht's jetzt nur ums Joggen? Was trainieren wir jetzt? Wozu eignen sich Strände besser als zum Laufen? Ja. Das ist alles? Warte mal ab, bis du ein paar Runden hinter dir hast. Der weiche Sand wird dir einen Muskelkater verpassen, an den du noch lange zurückdenken wirst. Der perfekte Start in den Tag, Kumpel. Glaub's mir. Wie wär's mit dem Wettrennen? Der Spannung wegen. Wettrennen? Genau. Oh. Wenn du verlierst, bist du mit sofortiger Wirkung mein allmorgendlicher Trainingspartner. Okay, das ist ein verdammt guter Ansporn zu gewinnen. Da vorne ist unser Ziel. Los, in Startposition. Eieieiei. Können wir das mit dem Porten? Auf die Plätze, fertig. Los! Ja! Oh Gott. Meine Fresse, der ist ganz schön schnell. Also so kriegst du mich nie. So, den machen wir einfach. Alter, der ist viel zu schnell. Geschenkt. Gar nicht schlecht, Nackt. Ja, mit dem Porten geht das ja wenigstens. Scheiße, jetzt haben wir eine Straße. Okay, der liegt ein bisschen weit zurück. Gut. Jetzt haben wir ein bisschen gemogelt, aber anders hätten wir das nicht geschafft. Gut ab, Nackt. Ignis verschlägt sicher die Sprache, wenn wir so versandet zum Frühstück erscheinen. Mach am besten noch ein paar Lockerungsübungen vor seiner Nase. Wenn ihn das nicht zufriedenstellt, dann weiß ich auch nicht. Aber ich muss schon zugeben, die frische Morgenluft hat was. Findest du? Das freut mich zu hören. Dann lass uns mal zum Zelt zurückkehren. Das muss ich aber auch echt zugeben. Morgens gute mal rausgehen, Arbeit, joggen. Hey. Ja, wenn ich will, dann kann ich mich auch anstrengen. Morgens joggen gehen, das wirkt echt sehr ausgleichend. 20 FP erhalten. Wow. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Na, Ignis? Na? Okay, der hat nichts dazu zu sagen. Schade. Okay, wir gucken mal. Hier Fertigkeiten. Wir haben 66 Punkte. Das würde ich gerne mal hier auf Erkundung. Ne? Hm. Der hat doch schon im Kampf fotografiert. Okay. Sattmacher verlängert die Effektdauer von Gerichten beim Zelten. Mhm. Ja, Chocobo, bla. Chocobo haben wir noch nicht verwendet. Also ja. Hm. Ja, da wir jetzt angeln können, da wäre das ja eigentlich nicht mal so schlecht. Ich will nochmal hier den Wartemodus. Schmerzhafte Fakten erhält den verursachten Schaden, wenn die Schwachstelle eines analysierten Gegners ausgenutzt wird. Flinker Analyst. Aha. Dickische Saturn. Von Teilen bei Warp-Angriffen auf jene. Hm. So, Statuswerte. Da haben wir Gesundheit erhöht. Aha. Erhöht die um das Fünffache ihrer jeweiligen Stufe. Das ist nicht schlecht. Okay, das ist alles ein bisschen zu hoch für uns. Access erlaubt das Anlegen von 2 Accessoires. Das ist auch nicht schlecht. Eigentlich gar nicht mal wirklich schlecht. Ja. Team. Reflex Großschwert ermöglicht das Kontern gegnerischer mit dem Großschwert. Mhm. Analysiert zu Kampfbeginn die Gegner und zeigt Schwächen und Attribute an. Lässt prompto einen weit entfernten Gegner präventiv angreifen. Mhm. Ermöglicht seinen mächtigen gegen niedergeworfene Gegner. Aha. So, im Kampf, da haben wir ja schon Sparfuchs und Lufthans.
Serienmeister erhöht den verursachten Schaden. Aha. Okay, Kommandos. Dämmenbrecher. Sternhülle zieht die Aufmerksamkeit um. Aha. Und schwächt sicher. Oh, sicher, die. Da werden wir noch gegeneinander kämpfen müssen, wahrscheinlich. Da kommen wir nicht drum rum. Füll den Kommandobalken auf, wenn Noctis einen Gegner trifft. Ja. Lässt die Gefährten sich sammeln, hebt kritische Zustände und beschleunigt die LP-Heilung rapide. Ja, auch nicht schlecht. Heilung. Da haben wir bisher Abhänger und Geborgenheit. Erste Hilfe regeneriert eine geringe Menge, wenn die eigene LP niedrig ist. Na, okay. Gestähltes Comeback. Erhöht die Verteidigung eines Gefährten, der aus einem kritischen Zustand... Ah, okay. Das ist auch nicht schlecht. Magie. Magie, komm. Elementare Empfänglichkeit. Erhöht die Menge elementarer Energie, die Noctis absorbieren kann. Nicht schlecht, aber wir haben ja bis jetzt noch nicht mal das Maximum erreicht. Syntheseeffizienz. Verleiht jedem synthetisierten Zauber zusätzliche 10 Kraftpunkte. Es hat gleiche Effekte niedriger Stufe. Das ist auch nicht schlecht. Oh, ich kann mich nicht entscheiden. Moment. Statuswerte. Erhöht die Stärke aller Gefährten um ihre jeweilige Stufe. Erhöht die... Oh, ja, das waren die, die ein bisschen zu viel kosten. Komm, wir machen das mal hier. Nanu. Oh, 333 FP, das ist ein bisschen viel zu viel. Gladiolus. Ach, okay. Ja, warum eigentlich nicht? Aber wir gucken erstmal hier. Schnappschuss. Erhöht den. Ja, komm. Komm. Was ist dann? Verdoppelt unter Umständen die Menge von Gegenständen, die gleich. Oh. Und hier? Oh, ja. Das ist auch nicht schlecht. Ah, okay. Ja, gut. Gut. Ausrüsten. Jetzt können wir ja hier ein zweites Accessoire drauf machen. Oh. Nicht schlecht. Ich würde sagen, wir brauchen ja ein bisschen mehr Schutz hier. Deswegen, komm, machen wir mal den hier. Genau. So, Gladiolus, du hast noch deinen Bronzereif. Haben wir mittlerweile irgendwas Besseres? Ah, damit gehen die LP halt runter. Wobei das ja eigentlich nicht schlecht ist. Hier, so ein bisschen noch mehr Stärke. Komm. Weniger LP, das macht dem schon nichts aus. So, grünes Halsband. Ach so, grünes Halsband, das war die LP-Regeneration. Das ist auch nicht schlecht für ihn, ne? Prompto. Okay, da muss ich mich auch noch mal ein bisschen mehr damit befassen, glaube ich. Magie. Wollen wir das mal machen? So ein bisschen... Feuer. Das noch dazu. Feuerer. Oh, ach, geil. Wirkt Feuer. Oh, das sieht geil aus. Ich will das gerne mal ausprobieren. So, Wertgegenstände, Stoppstufe, mit dem Effekt von Stopp, okay, wirkt, aha, reit bis zu dreimal Feuerer, Eisra und Blitzra aneinander, Alter, nicht schlecht, aha, mit dem Effekt von Stopp, ja, reit, Alter, bis zu zweimal, bis zu viermal, Alter,
das mit Gift. Das mit einem, in Kombination mit einem Statuswert, was? Malus? Matus? Ich konnte es gerade nicht richtig lesen. Und halt gleichzeitig die LP des Anwenders. Das ist auch nicht schlecht. Aber ich würde das gerne mal richtig brutal einfach über alle Maßen bringen. Einfach mal so. Einfach, weil wir es können. Synthese. Reitest du viermal Feuerer, Eisra und Blitzra aneinander? Wow. Ausrüsten, das rüsten wir sofort aus. Das rüsten wir sofort aus. Guck mal. Alter. Okay, wir haben eine sehr mächtige Attacke. Dafür haben wir leider keine Magie mehr. Egal. So, ich will das mal ausprobieren. Ah, ich weiß nicht. Das wird schnell leer sein. Nehme ich mal an. Egal, komm, wir laufen einfach mal weiter. So, genug Camping für heute. Boah, ich will den Zauber unbedingt ausprobieren. Endlich, vor allem. Endlich, weil ich ihn gerade erst ausgerüstet habe. Komm, ich will nochmal kämpfen. Das war eventuell blöd. Vorsicht! Egal. Na los. Genau das ist der Plan. Frontalangriff. Ich umgehe sie und greife von hinten an. Timing! Schluss mit dem Elend. Tschüss! Naja, das Timing war jetzt eher miserabel. Scheiße. Da hat sie richtig geknackt. Schluss jetzt! Nackt, wo hast du das denn gelernt? Das klappt ja echt gut mit dem Spieß hier. Keiner verletzt, wie es scheint. Nicht schlecht. Dann wollen nicht wir mal schlecht. Weiter. Ja, laufen wir mal weiter. Nicht schlecht. Da hinten sind natürlich noch mehr Krabben, aber wir gehen mal einfach in Richtung unserer nächsten Quest. Aber ich scheue mich immer so ein bisschen vor den nächsten Quests. Das ist, ich weiß nicht warum, aber ich will immer noch mal alles gemacht haben. Tolles Wetter heute. Ja, mir auch. Und meine große Angst ist eben die, dass man das Spiel einfach zu schnell durch hat. Ich weiß jetzt nicht, wie lang das Spiel geht. Ich habe Angst davor, dass es irgendwann vorbei ist. Angeln könnten wir eigentlich auch nochmal. Huch, da liegt doch was. Sternmuschel. Ach, wie schön. So, wir gehen da jetzt mal hoch. Chocobo müssen wir uns auch noch ausleihen. Hallo, meine Schöne. Einfach mal alle Damen grüßen. So. Oder einfach alle Menschen. Komm. Hallo, 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 hallo. So, gut. Unseren Zoll erfüllt. Hallo. So. Blöd, ich weiß. So. Jetzt gehen wir mal hier weiter. Ei, das mit dem automatisch laufen, das... Mann, ist das schön hier. Der freut sich. Der freut sich richtig. Das ist aber auch gut so. Und es geht weiter voran. Willkommen am Galdin Kai. Hallo. Nette Menschen. Aber wir müssen weiter. Irgendwann gönnen wir uns auch mal so ein richtig teures Hotel zum Übernachten. Weil die Boni davon, die sind auch nicht gerade ohne. Oh, was? Was? Wo? Da. Achso, die Seluna-Falle, die kennen wir ja schon. Legen heute wirklich keine Schiffe ab? Nein. Anscheinend lassen sie niemanden nach Altissia rein. Seit Tagen nicht mehr. Naja, aber wir kommen hier davon. Und zwar in der nächsten Folge von Final Fantasy 15, wenn wir diesen netten Herrn ansprechen, der zwar zwielichtig wirkt, aber sein Wort hält. Bis dann!